Also gut, du wolltest. Moment, darf mal gucken, was haben wir da? Land des Geschmacks. Sammle Fleisch. Ach, das liegt hier irgendwo rum sogar. Also, dann gehen wir mal kurz was einsammeln hier oben. Wollt ihr jetzt hier überfahren, müssen wir machen, oder? Ja, ich will erst was einsammeln, dann können wir Sachen ein. Tieren. Okay. Da sind Punkte, wo wohl Tiere rumrennen. Da können wir einfach mal mit dem Auto drüber fahren oder einem Panzer, je nachdem, was wir gerade so haben. Vorrätig. Verdammt. Was ist denn das? Achso, oben ist eine Brücke. Eisenbahnschienen, okay. Da unten fährt ein Gefängnistransporter. Baum ist im Weg. Ach, was soll's. Guten Tag. Jetzt sehe ich dich, Penner. Alles klar. Freundlicher Haufen hier, ne? Ja. Ein unschuldiger Hund. Oder Wolf. Wird doch ein Wolfshund. Okay, wir müssen irgendwie da weg. Halt wohl ein Fahrzeug nehmen sollen, ne? Boah, vielleicht. Ach, zu Fuß ist auch schön. Hier irgendwie kuscht. Mein Kopf hängt also. Gut, gut, gut. Ach, haben wir ja gleich. Überfahrene Tiere, ich bin sehr gespannt, wie wir das machen. Ich habe ganz vergessen, wie kann ich denn meinen Hund befehligen, irgendwo hinzugehen? War das das da? Anvisieren und dann G oder H, je nachdem. Ach. G war's. Kacke, müssen wir uns über den Berg hier rüber oder was? Sieht irgendwie danach aus. Ein bisschen cool hier. Partner wurde entdeckt. Was machst du wieder? Sagt nichts. Ich hab nur einen Typen erledigt. Einen Jäger. Einen feindlichen. Der mit seinem Wolf hier saß. Cooler Wasserfall. Und alles nur für so eine blöde Sammelkarte, glaube ich. Weil ich mir die markiert habe. Meine Fresse, da wohnt echt am höchsten Berg. Ich hoffe, du kommst noch hinterher.
Ja, alles easy. Ich zieh mich an den Bergklippen hoch. Bester Jäger aller Zeiten hier. Was gibt's denn hier für Tiere? Ach, das sieht schön aus. Ein schöner kleiner Bergsee hier. Ja. Oh. Schöner kleiner Bär. Ach, ich bin deiner Markierung gefolgt. Kein Wunder, war das so weit weg. Oh, voll ins Bein geschossen. Na gut. Dann wird das jetzt ziemlich irre. Bist du bereit? Ich bin hier. Ich bin da. Ja, ja. Wie gesagt, ich bin deiner Markierung nachgerannt. Deswegen war die auf so. Ach ja, ich bin auch da hochgelaufen. Xbox-Controller. Mal sehen, wie mein Auto fährt mit dem Xbox-Controller. Bin sehr gespannt. Eine Rampe. Ja. Oder ich. Ah, fuck! Der Geländewagen könnte beim Landen umkippen. Wuhu! Ich musste gerade ein bisschen Abstand ver. Weil ich bin gerade gegen dich gefahren und dann. Aha, okay. Hab ich ein bisschen dann gebremst. Abgebremst. Ja. Ja, das. Oh, Alter, ich hasse die Dinger. Wobei Fahrmissionen finde ich mit der Tastatur doch ganz angenehm. Aber ja, ich weiß gerade warum. Aber ich mach's auch gerade mit dem Controller. Es geht. Man muss sich bloß ein bisschen eingewöhnen, dann geht das auch. Haben die es verbessert? Weil ich sehe jetzt wieder die Rauchkringe, nachdem du durchgefahren bist. Okay. Also sie leuchten nicht mehr so hell, aber sie sind halt Rauch. Dann weiß ich, wo es lang geht. Das ist ja ganz cool. Oh oh. Oh. Ich hol schon auf, ich hol schon auf. Kurz vor hängen geblieben, es war halt. Wow. Elche, Elche. Ja. Oh Gott. Ich bin. Was? Autos? Ja. Ah nein, Auto, Penner! Voll gegen mich gefahren, der Wichser. Ja, schießt da auch noch auf mich. Oh. Was denn? Ich bin gerade frontal mit einem anderen Quad zusammengekracht. Ah, das habe ich gerade gesehen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Geradeaus. Oh!
Wohin? Hier, warte, ich hab's gleich da. Ah, ich bin direkt hinter dir. Ja! Jetzt mach ich's. Ah, da vorne ist das Ziel. Ja. Geil. Wuhu! Ja, cool. Auf Anhieb, nicht schlecht. So, dann lasse ich den Controller hier auch mal liegen, zur Sicherheit. Oh. Der krasse Typ, den ich jemals gab, sehr geil. Und neues Quad freigeschaltet, so. Hey, amigos! Ford Dominus ist jetzt hier gleich um die Ecke. Was ist das da? Ah, da hole ich mir das da. Ich habe eine Menge aufgeregter Funksprüche der Sekte abgefangen. Die schicken Hubschrauber-Konvois, um nach Whitehills zu suchen. Also lass bloß nie den Himmel aus den Augen. Hubschrauber. Ach, das ist es. Schau, oh, oh. Ja, jetzt habe ich den Pilot. Mich greift gerade ein Bär an. Alter, was? Bist du hier fett beim Kämpfen? Dann kommt der Just Bär an hier. Das gibt's doch gar nicht. Dieses Spiel. Ah. Ja, den wollte ich auch gerade. Ah! Gehörte die Herausforderung abgeschlossen, sehr gut. Ach ja, die Punkte, das wollte ich doch vorhin machen, das war alles hier vorbei. Ach ja. Ich habe mir noch 14 Punkte zum Ausgeben. Was haben wir denn hier? Schwergewicht, schnelleres Nachladen, ja, das schwere MGs, nehme ich mal. Was ist das da? Du willst das Fahrzeug reparieren, sieht in alle Funktionen. Autoreparatur nehme ich auch gleich. So. So, da unten hat es wieder was zum Einsammeln, deswegen wollte ich da hin. Ein Container, alles klar. Eiskrokodil. Oh! War das eine Falle? Nein, ich hab die Handgranate reingeworfen statt. Ach so. Ich mag mein Maschinengewehr. Edi, du hast mich gebeten, die Sägewerke im Auge zu behalten und alle ungewöhnlichen Aktivitäten zu melden. Mein Funkgerät ist im Arsch. Daher schreibe ich meine Beobachtung auf und übergebe sie dir persönlich. Ich habe eine Reihe von Trucks gesehen, die Gefangene abladen. Meist 6 oder so gleichzeitig. Ich kann Tag- und Nachtpredigen über die Lautsprecher hören. Sie lassen die Judges auf die Gelände patrouillieren. Ich habe den Hinweis auf diesen Koch gesehen, von dem du erzählt hast. Ich werde versuchen, ihn noch mehr über ihn herauszufinden, bevor ich Harrison zurückkomme. Harrison. So, wo ist denn jetzt das Sammelbare? Das müsste doch... Ach, da oben. So. Zurück zur Map. Dr. Sarah Parkinson ist hier gleich um die Ecke. Ja. Dann. Und da hinten uns nochmal ein Klatschnixen. Ja, komm. Gebt mal so uns. Moment, was ist denn das da unten? Da schießen sie. Den Grizzlybär, den will ich jetzt nicht. Was ist denn das hier? Hä?
merkwürdig. Hallo Motte. Willkommen. Nimm Platz, schau mit. Ist hier so eine Riesenmotte rum. War was? Keine Ahnung. Ich weiß von nix. Wo müssen wir denn jetzt? Hä? Ist meine Markierung weg? Ne, da unten. Ach, da hinten, okay. Nein, falsch. Na, falsche Taste. So geht's natürlich auch. Halt das Auto, dann geht es schneller, wenn ich ihn freigeschossen habe. Ja. Mach ich mal, dann haben wir den Laserpunkt, die sie auf das Scharfschützengewehr hier drauf. Die Leiche fressen, ich hab das gesehen. So, auf geht's! Ach so, Moment. So. Krasser Umstieg sofort hier auf Außentastatur. Auf Gamepad? Ja. Mal sehen. Jo. Warum ist da der Dreierschuss drin? Oh, das muss ich nachher mal ändern. Oh, ich kletter mal zu der hoch und dann ändere ich den Dreierschuss. Nein, das war hier auf das. Und da. Volle Pulle. War's das? Ah, hier gibt's noch ein paar Sachen zu lesen und so. Ja, das sind noch ein paar. Gut, dann nutze ich mal kurz die Gelegenheit. Danke für deine Hilfe. Warte, sofort wieder da. Ja. Diese Dinger kamen aus dem Nichts. Was zum Lesen? Tagebuch, ein Tag 140. Heute muss ich ein Baby begraben. Der Bissen muss eine Arterie erwischt haben oder so. Ist ihr zu viel zu Blut verloren? Ich war bis zum Ende bei ihr. Ich war da. Hab ihre Hand gehalten und dann war sie tot. Ich weiß, ich bin kein Soldat, aber ich werde nicht zulassen, dass sie umsonst gestorben ist. Ich kann vielleicht nicht schießen, aber an Eli und sein Weitläser und seine andere Art helfen. Diese, wie hat Eli sie genannt? Judges? Ich werde sie mit Wissenschaft heimzahlen. Mit den richtigen Daten könnte ich vielleicht etwas erreichen. Und dann ist niemand umsonst gestorben. Okay. Jetzt kommt ihr Schweine nicht ungestraft davon. Scheiße, ich dachte, ich wäre erledigt. Danke. Ich bin übrigens Sarah. Sarah Perkins. Guten Tag, Sarah. Hab ein Team von Artenschützern geleitet. Wir haben die Wölfe im Park untersucht und dann, naja, haben wir diese Viecher gefunden. Es sind Wölfe, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Die Sekte nennt sie Judges. Größer, stärker, widerstandsfähiger als die andere Spezies aus der Gegend. Die Sekte hat versucht, mein Team dazu zu zwingen, ihnen zu helfen. Als wir uns weigerten, haben sie diese Dinger auf uns gehetzt. Eli und die Whitetails haben mich rausgeholt. Seitdem versuche ich, mich zu revanchieren. Ich habe eine Theorie dazu, wie wir diese Kreaturen mit der Sektenformel aufspüren können. Aber ich habe nur Leichen. Ich brauche einen lebenden Judge. Ja, das ist viel verlangt, aber es muss sein. Was, die Sekte richtet Judge? Sie in einem alten Jugendlager ab, dem Breakthrough. Wenn du mir hilfst, kann ich vielleicht etwas entwickeln, womit du sie besser jagen kannst. Ich treffe dich im Lager, sobald es sicher ist. Okay. Letzte Nacht wurde mir von irgendwas angegriffen. Zuerst haben wir Kent und erwischt und irgendwo verschleppt. Bailey wurde ins Bein gebissen und sie sieht nicht gut aus. Am Morgen werden wir versuchen, ein Krankenhaus zu finden. Eli, ich weiß nicht, was Mann, sie angegriffen hat. Er hat starke Kämpfer.
Ich schätze, es war eine Art Kenntnis im Lupus, aber irgendwie verändert und rote Markierung am Kopf nachzuurteilen wurde vom Menschen verändert. Aber welche chemischen und biologischen Substanzen konnten so etwas bewirken? Ich habe ein paar Theorien, aber ich brauche mehr Proben, um sie zu überprüfen. Okay. Da kommen Leute zu, ich freue mich. Guten Tag. Hallo. Bin auch wieder da. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier unten ist gleich ein Judge Nixon und Straßensperren der Sekten. Zeit, eine Straßensperre zu beenden. Oh, hier hat sie wohl die begraben. Hat sie irgendwas hingeschrieben? Nö. Mal, kann man die Straßensperre vielleicht von hier oben etwas entsperren? Moment, schick mal meinen Hund da runter, dann sehen wir gleich. Ah, da sehe ich schon jemanden rumlaufen. Ah, da unten. Hund? Wie lange brauchst du denn? Lebt mein Hund noch? Ja, der läuft da unten. Okay, dann. Ah, markiert. Ah. Hast du den einen irgendwie? Nö. Was? Hast du nicht getriggert? Oh. Schon einer tot. Ups. Hol ein, was ist hier passiert? Okay. Ach, dann hast du erwischt. Wie geht denn der krass in Deckung jetzt? Da oben sitzt einer in seinem Türmchen. Oh, er saß in seinem Türmchen. Okay. Oh, da sind welche, die Signal geben. Hund, greif an! Ah, oh, jetzt kommen die von hinten noch. Straßensperre wurde beendet. Ich bin down. Oh. Keine Ahnung, wie es jetzt ging, aber. Ach, scheiße. Okay, dann halte dich mal im Leben, weil ich muss erst wieder hochkommen. Halte dich am Leben, finde ich auch gut, ne? Okay, bin gleich da. Alles klar. Kacke, wie bist du denn da hochgekommen? Ah, hier. Ich glaube, ich werde gleich auch das andere Maschinengewehr nehmen. Alles Fleisch geht unter, das auf Erden kriegt. Warum wär's? Welche Richtung guckt der? In deine, oder? Ich sehe gerade nichts. Oh, er ist umgefallen. War wohl ein bisschen tot. Guten Tag. Sie liegen aber schön hier rum. Mit einer blutverschmierten Totenmaske. So, die erste Straßensperre wurde beendet. Oh, wie geil. Oh nein. Warum brennt denn der jetzt? Musst du den Drack zerstören oder? Weil der ist schon, da lebt keiner mehr. Das ist einfach nur Aggressionsbewältigung gerade. Ach so. Ja, das kann man ja irgendwie verstehen, ne? So. Okay. Komm jetzt.
Ich hab da noch was vor. Da ist nochmal ein Klitschnixen. Und wenn wir ja gerade so gut sind, können wir vielleicht sogar zwei in einer Folge schaffen, ne? Mhm. Stehe ich zu nah dran. Boah, kacke. Ein Stück zurück. Fahr mal ein Stück zurück. Okay. Juhu. Name of hier, willkommen im Stream. Guckt über Twitch zu. Grüße. Hallo. 1975. Klatsch Nixon, der größte Stuntman in jedem erdenklichen Teil der Schöpfung, trägt einen neuen Wingsuit, der aus den Häuten seiner geliebten verstorbenen Haustiere besteht. Wingsuit? Wingsuit. Nach einem von Askese geprägten Leben und finanziell erfolgreicher, als er es sich je erträumt hatte, sprang Klatsch Nixon von einem Berg und ward nie mehr gesehen. Nach monatelanger Suche wurde kein Leichnam geborgen. Man erklärte Klatsch Nixon für tot. Doch jedes Jahr stürzen sich hunderte seiner treuesten Fans im Andenken an ihren lange verschollenen Helden von eben dieser Steilwand. Gute Reise, Klatsch Nixon. Ich versuche das mal im Gamepad, vielleicht kann man mit dem Gamepad auch besser fliegen. Definitiv kann man Wingsuit mit dem Gamepad besser fliegen, ja. Okay. Dann bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das jetzt klappen soll, wenn wir das beide gleichzeitig machen müssen. Ich weiß noch nicht mal, wie ich den Wingsuit mit dem Gamepad starte. Ich bin tot. Ich habe keine Ahnung, wo ich den. Ich glaube, ich muss mit Maus und Tastatur starten. Und dann so mache ich das auch, ja. Weil ich habe keine Ahnung, wie die Gamepad-Tastatur funktioniert. Die Gamepad-Tastatur, alles klar. Die Gamepad-Steuerung ist. Okay. Scheiße, ich komme gar nicht klar mit der. Wow, 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 wow. Hast du den ersten? Den zweiten. Ich bin tot. Ich Scheiße. Ich bin kacke damit. Ich gib's ganz ehrlich zu. Hast du das jetzt mit dem Gamepad gesteuert? Ja. Mit was kann man denn wieder hochziehen? Mit der rechten oder mit dem linken Trigger? Links. Okay, ich befürchte, dass. Was? Guten Flug. Ich sehe nichts. Was war das jetzt? Ja, weil ich von der Klippe unten auf den anderen Vorsprung gefallen bin und keinen Wingsuit anhatte. Warum? Es ist ätzend. Ich erinnere mich, als ich diese Mission schon mal gemacht habe. Ich habe gekotzt. Ich habe mich so aufgeregt. Okay. Ich habe versucht, das Ding da unten einzusammeln. Das ist so doof, wenn einer drauf geht oder so, dass es dann schon beendet ist. Warum? Wie habe ich denn jetzt so. Meine Fresse, ich glaube, den unteren und den ersten kriegen wir gar nicht. Das ist aussichtslos. Ja, das ist schon sehr schwierig. Wieder nicht schnell genug aufgemacht. Du musst da nur einmal drauf drücken, was ist denn da? Nee, du musst da gedrückt halten kurz. Nein, für den Wingsuit musst du nur einmal drauf drücken. Für den Fallschirm musst du gedrückt halten. Du, ich glaube, du machst den auf und wieder zu, wenn du gedrückt hältst. Ich weiß es nicht.
Doch, ich weiß es. Du musst nur einmal drücken. Der macht den automatisch auf. Der Falsche muss gedrückt halten. Jetzt okay. Bin... Ach! Hallo! Boah. Ich hab den ersten. Aber zu weit vom Partner weg. Ja, mein Controller hat gemeint, er müsste auf meiner Windows-Taste liegen. Oh. Ich fliege aber direkt hinterher, also. Meine Fresse. Ist das ein Vogel? Nein, es ist nicht. Versuch einfach nur am Leben zu bleiben. Du fliegst irgendwie besser wie ich. Oh, das wird aber... Da unten ist schon so. Das Ziel, oder? Ich hoffe bald... Nein. Oh, nee. Du musst jetzt mal durch so eine Bergschlucht hier durch, ey. Ich flieg über dir, ich guck gerade alles zu hier. Ich hab's vor dem Blick. Das ist sehr cool. Nein, ich... Oh. Das ist... Oh, ich sind wir noch nicht. Boah, meine Kacke. Eieiei. Oh, wie geil! Das ist das Ziel! Ja? Unter der Brücke durch. Und? Alter, ja. Der Hammer! Guck, da oben komm ich, siehst du es? Ja, ich seh's. Das ist der Kameramann. Ja. Ich bin einfach nur oben lang geflogen. Wir haben, okay, mit Maus und Tastatur ist es viel schwieriger, ist es. Ja. Und wenn ich halt den Controller, ich hab ihn so draufgelegt, dann hat er die ganze Zeit die Windows-Taste an und ausgemacht. Dann ging es in unten die Windows-Taste. Und ich konnte nicht losrennen. Deswegen hat es so lange gedauert gerade eben. Oh, wie geil.